Ja, sehr geehrte Anwesende, Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuschauende, meinen ganz herzlichen Dank für die Einladung, in der Reihe des Frobenius-Institutes einen Vortrag halten zu dürfen. Mein Dank auch an jene, die mir bei der digitalen Übermittlung meines Vortrages in diesen schwierigen Zeiten geholfen haben. Als ich nach einem Thema für diesen heutigen Vortrag gefragt wurde, zog ich es vor, nicht über das Humboldt-Forum zu sprechen, sondern über Recherchen, die ich nach meiner Berliner Museumszeit ausgeführt habe und die mich immer wieder an meinen Studienort Basel zurückgeführt haben. Vorausschicken möchte ich, dass dieser heutige Exkurs zu den Forschungsnotizen von Meinhard Schuster ein Work in Progress darstellt, besonders im Falle von Südamerika, ein Gebiet, das erst im Laufe der letzten 2 Jahre bei der Aufarbeitung seiner Notizen für mich hinzugekommen ist, das aber eng mit dem Frankfurter Institut und Museum verbunden ist und daher vielleicht gerade für einige heute bei diesem Vortrag von Interesse sein kann. Meinhard Schuster hat bis heute immer eine sehr enge Verbindung, wie schon gesagt, zu Frankfurt und vor allem zum Institut aufrechterhalten, wie ich besonders in den letzten Jahren in den zahllosen Gesprächen mit ihm erfahren konnte, viel mehr, als es in seiner Lehre in Basel unmittelbar zum Ausdruck kam und mir vor allem auch in seiner Korrespondenz sehr deutlich geworden ist. Aus der Fülle des zu sichtenden Materials habe ich die 2 wichtigsten Regionalgebiete von Schuster herausgegriffen und mich dabei auf die dort ausgeführten Feldforschungen konzentriert, in Hinsicht auch darauf, dass Feldforschung sowohl für das Frobenius-Institut als auch für Meinhard Schuster den Angelpunkt ethnologischer Forschung darstellt. Folgende Gliederung Folgende Gliederung meines Beitrages ist vorgesehen. Zuerst zum Thema. Dann möchte ich zu den eigenen Erfahrungen im Museum sprechen. Dann drittens zum Vor- und Nachlass von Meinhard und Gisela Schuster. Viertens zur Frobenius-Expedition nach Südamerika in den Jahren 54 bis 55. Und fünftens zu den Expeditionen nach Neuguinea ab dem Jahre 1961. Schließlich ein kurzes Fazit zum Thema. In meinem Beitrag werde ich teilweise auf die Problematik der Bewahrung und Erfassung von ethnologischen Forschungsmaterialien eingehen, teilweise aber auch auf Fragen bei der Auswertung von Forschungsdaten, die von anderen Personen erhoben wurden. Im Jahre 1992 organisierte die Werner Grün Foundation eine Tagung zum Thema Preserving the Anthropological Record, Issues and Strategies und auf die daraus entstandene Schrift, herausgegeben von Seidel Silverman und Nancy Paraiso, beziehe ich mich im Folgenden. Silverman meint, dass Notes, Correspondence and other unpublished items generated by researchers manchmal wichtiger wären als die publizierten Quellen. Für EthnologInnen seien die unveröffentlichten Daten mehr als nur von historischem Interesse, denn sie seien die Primärdaten der Forschung. Und in der Ethnologie wohl mehr als in anderen Wissenschaften seien die rohen Daten der Forschung mit den persönlichen Erinnerungsdaten und den sozialen Bezügen mehr verknüpft. Das Professionelle und das Persönliche stünden in einer gegenseitigen Interaktion. Vieles von diesen unveröffentlichten Materialien ist oder wird zerstört werden oder in alle Winde zerstreut oder dem Untergang geweiht, in den Kellern von Nachfahren lagern. Und es sei eine Pflicht der Ethnologinnen, dafür zu sorgen, dass diese Aufzeichnungen aufbewahrt würden. 3 Nutzen dieser Aufbewahrung hält Silverman fest. Erstens, der Wert als Primärdaten. Zweitens, benötige man die Aufzeichnung für ein historisches Verstehen, die Primärdaten interpretieren zu können, für eine Kontextualisierung, eine Geschichte der Ethnologie für ethnologische Zwecke. Drittens, für eine Geschichte der Wissenschaften oder Ideen. Feldnotizen seien aber nicht nur Rohmaterial, sie seien das Ergebnis einer Beziehung zwischen dem Persönlichen und Technischen, dem der Ethnologin und den Personen in Interaktion. Aber auch das Besondere, dass es eine Kontinuität zwischen Beobachtung, dem Festhalten von Daten,
der Interpretation und dem Aufschreiben gebe und weitere Kontinuitäten mit der Lehre und auch mehr privaten Feldern. Im Augenblick sei es so, also um 1990 gemeint, dass man alles aufbewahren müsse, meint er. Aber das könne sich ändern, weil jetzt die Generation der Forscher nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem aktiven Berufsleben heraustrete. Und über die Museen meint er, Museums are among the most important repositories of anthropological records, but their archival materials have tended to be neglected and undervalued. In einem rezenten Artikel zu dem gleichen Thema schreibt Christian Feest über Nachlässe, dass sie, Zitat, am ehesten Eingang in das Museumsarchiv gefunden haben, wenn die Ethnologen zum Zeitpunkt ihres Ablebens noch im Dienst standen oder als Pensionisten noch einen Arbeitsplatz am Museum hatten. Ende Zitat. Was aber geschah, wenn man ihnen kurz nach Dienstende den Schlüssel nahm, die E-Mail-Adresse löschte und einen Arbeitsplatz verweigerte? Wenn in solchen Fällen das Schriftgut der Forscherin das Haus verließ, stellt Fees fest, Zitat, in keinem bekannten Fall haben Museen systematisch versucht, Nachlässe ehemaliger Mitarbeiter für das eigene Archiv zu sichern. Ende Zitat. Nach Fees ist bis heute das Problem keine Lösung zugeführt worden. Allein die Digitalisierung von alten Beständen, den sogenannten Erwerbungsakten bis 1945, wie es das Ethnologische Museum in Berlin im Augenblick unter dem Druck der Kolonialismusdebatte ausführt, ist nur ein erster Schritt, aber nicht die Lösung des Problems. Nun komme ich zum zweiten Teil, den Erfahrungen im Museum. Museen werden im Allgemeinen als Aufbewahrungsorte von Gegenständen gesehen, nicht als Archive schriftlicher Zeugnisse. In den letzten Jahren haben jedoch diese Zeugnisse im Zuge der Provenienzforschung eine ganz andere Bedeutung erhalten. Im Normalfall lässt sich festhalten, dass die Museen die Schriftstücke, die in Zusammenhang mit einer Sammlungserwerbung stehen, aufbewahren. Nicht jedoch die Nachlässe der Sammler und Händler, ja nicht einmal die Nachlässe der Museumsmitarbeiter, die häufig ja selber Sammlungsreisen und Forschungen früher zumindest unternommen haben. Während meiner Museumszeit habe ich mehr als einmal mit Staunen feststellen müssen, welche Lücken hier in einer umfassenden Dokumentation zu den Gegenständen bestehen. Dass diese Schriftstücke nicht in den Museen aufbewahrt wurden, hat verschiedene strukturelle Gründe. Einmal wurden die vorhandenen Zeugnisse meistens nicht von Archivaren betreut. Das Interesse der Museumsverwaltung richtete sich in erster Linie auf die primären Objekte, also auf die Ethnographika, und nicht auf die sehr oft begleitenden Fotografien, Tondokumente oder Schriftstücke. Das hat dazu geführt, dass zum Beispiel die Fotosammlungen oft nur marginal betreut wurden. Eigentliche Fotoabteilungen wurden nur selten eingerichtet. Erst nach längerer Bemühung konnte ich zum Beispiel vor einigen Jahren am Berliner Museum eine solche Abteilung einrichten, die inzwischen jedoch schon wieder mit einer anderen fusioniert wurde. Noch schwieriger war die Aufnahme von Tondokumenten, wobei in Deutschland das Berliner Phonogrammarchiv eine Schlüsselrolle übernommen hatte. Wie unsicher die Aufbewahrung solcher Dokumente in universitären Instituten zum Beispiel ist, konnte ich am Basler Seminar für Ethnologie erfahren, als dort der regionale Schwerpunkt nach Westafrika verlegt wurde und meine dort hinterlegten Tondokumente aus Neuguinea nicht mehr gewünscht waren. Sie flogen praktisch hinaus. Für das Filmmaterial war in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts lange das Institut für den wissenschaftlichen Film eine Anlaufstelle, die es heute so leider nicht mehr gibt. Während meiner Museumszeit in Berlin musste ich immer wieder erfahren, wie man nach einem Aufbewahrungsort besonders für Bilder, Dias zum Beispiel, suchte. Nur teilweise konnte ich diese Sammlung übernehmen, da die Bilddokumentation fehlte oder nur rudimentär vorhanden war. Häufig waren es aber auch persönliche, sehr subjektive Gründe, die dazu führten, dass die Schriftstücke nicht in ein Museum kamen, beziehungsweise manchmal erst über langwierige Umwege ein Museum erreichten. Ich komme nun zu dem dritten Teil, Vor- und Nachlass Meinert und Gisela Schuster. Heute möchte ich nun über meine Beschäftigung mit einem Vorlass bzw. teilweise Nachlass sprechen, der in gewisser Weise auch mit meiner eigenen Ausbildung zusammenhängt, die ich in Basel von 1969 bis 1978 vor allem innerhalb der Ethnologie unter Meinert Schuster erhielt.
Hier in Frankfurt am Main am Frobenius-Institut muss ich eigentlich nicht sehr auf diese biografischen Daten von Meinhard Schuster eingehen, da er selber in Frankfurt studiert und später auch als Wissenschaftler dort gearbeitet hat und zudem teilweise ausführlich in der Zeitschrift bei Däumer über seine Frankfurter Zeit berichtet hat. Dennoch sollen einige wenige Eckdaten gegeben werden. 1930 in Offenbach als Sohn des Gymnasiallehrers für Lateinisch, Griechisch und Deutsch Ludwig Schuster und der Paula Bach geboren, begann er sein Studium in Frankfurt am Main im Herbst 1948 in den Fächern Völkerkunde, Kunstgeschichte und klassische Archäologie, später Vorgeschichte, und hörte in der Ethnologie vor allem bei Adolf Elgard Jensen, Adolf Friedrich und Helmut Petri. 1956 wurde er mit einer Arbeit zur Kopfjagd in Indonesien promoviert. Später war er zunächst Assistent am Frobenius-Institut, danach Assistent am Seminar für Völkerkunde in Frankfurt, bis er 1965 nach Basel ging. Nach seiner Habilitation dort 1968 wurde er 1970 ordentlicher Professor für Ethnologie, ein Amt, das er bis in das Jahr 2000 innehatte. Ausgangspunkt meiner Beschäftigung mit den Expeditionen von Schuster war der völlig unerwartete und viel zu frühe Tod von Gisela Schuster am 22. Dezember 2012 im Alter von 77 Jahren, zu einem Zeitpunkt, als ich noch am Berliner Museum als Kurator arbeitete. Ich habe Gisela Schuster vor allem während meiner Studienzeit kennengelernt, zum Beispiel als ich gemeinsam mit ihr als Student Teile der von ihr und ihrem Mann 1965-67 für das Basler Museum erworbenen Sepik-Sammlung mit Nummern versah. Aber auch während meiner Feldforschung am Sepik 1972-74, bei Diskussionen über die Tauschmärkte am Sepik, bei den wenigen Besuchen an dem Ort der schusterischen Feldforschung am Sepik, dem Töpferdorf Eibum, bei Feldübungen des ethnologischen Seminars und zahlreichen privaten Einladungen, die es damals für uns Studierende gab. In Erinnerung an diese gemeinsamen, wenn auch nur kurzen Tätigkeiten, möchte ich daher auch kurz auf Ihren Lebenslauf eingehen. Gisela Schuster, 1935 in Offenbach geboren, aber in Fechenheim aufgewachsen, wählte für ihr Studium die Fächer Kunsterziehung und Mathematik, womit sie einerseits ihre künstlerische Seite förderte und andererseits ihre naturwissenschaftlich exakten Interessen ausbaute, vermutlich auch geprägt von ihrem Vater, einem Farbstoffchemiker bei der Firma Casella. Während des Studiums lernte sie Meinhard Schuster kennen, der gerade von seiner ersten Expedition nach Südamerika zurückgekehrt war. Die beiden heirateten 1962. Auf allen folgenden Forschungsreisen sollte sie Meinhard Schuster begleiten, übte aber weiterhin ihren Beruf als Lehrerin aus. Bei den Forschungsreisen, vor allem in Neuguinea, bildete ihre Arbeit als Fotografin und Filmerin einen wesentlichen Anteil, aber weit darüber hinausgehend auch bei der Gewinnung von Forschungsdaten und vor allem bei der nachträglichen Kompilation der Forschungsnotizen, wie ich erst später im Laufe der Bearbeitung des Nachlasses erfahren sollte. In den Jahren vor ihrem Tode hatte sie damit begonnen, die Bilddokumentation zu vervollständigen. Diese unvollständig gebliebene Arbeit führte im Januar 2013 nach ihrem Tode dazu, dass ich gemeinsam mit dem ehemaligen Ozeanikurator des Basler Museums Christian Kaufmann einen Plan entwickelte, in Absprache mit Meinhard Schuster, wie diese Fotodokumentation zu Ende zu führen sei. Eine Digitalisierung der Fotos stand an, die ich teilweise noch mit Mitteln aus dem Berliner Museum unterstützen konnte. Für die Bearbeitung der Fotos musste jedoch ein Überblick über die vorhandenen schriftlichen Notizen zu den Neuguinea-Reisen erfolgen. Neben der Aufarbeitung der Fotosammlung begann ich daher, Tagebücher und Briefe von Gisela Schuster an ihre Eltern zu transkribieren. Nachdem mit der Aufarbeitung der Fotografien ein Abschluss in Sicht kam, ergaben sich bald Fragen nach der zukünftigen Bearbeitung und Aufbewahrung der Dokumentationen und anderer Teile der wissenschaftlichen und auch privaten Materialien, sowohl von Gisela als auch Meinhard Schuster. Ganz zu Beginn wurden die zahlreichen Tonbänder wie Magnettonbänder und Kassetten geordnet und über mehrere Jahre hinweg im Berliner Museum in der musikethnologischen Abteilung digitalisiert, um einen besseren Zugang zu den Bändern zu haben. Allerdings fehlt mir bis heute die Prüfung des digitalisierten Materials, da häufig die Geschwindigkeiten bei der Aufnahme im Feld geändert wurde, um Bandmaterial zu sparen. Insgesamt war ich jedoch überrascht, wie gut die Aufnahmen nach über 40 Jahren noch erhalten waren. Auch die wissenschaftliche Bibliothek von Meinhard Schuster sollte eine neue Bleibe finden.
Wie heute immer wieder festzustellen ist, nehmen Antiquare höchst ungern oder gar nicht Bücher an. Und auch die Museumsbibliotheken scheuen oft die Mühen einer Auslese bzw. Aufnahme. Für den wissenschaftlichen Buchbestand von Schuster konnte ich schließlich die Bibliothek des Museums für Völkerkunde in Leipzig überzeugen, einen großen Teil Bestandteil als Schenkung zu übernehmen. Während der restliche Teil an das Museum für Völkerkunde in Lübeck vermittelt werden konnte, von dem ich wusste, dass es durch den Zweiten Weltkrieg große Verluste erlitten hatte und dem ich schon während meiner Arbeit in Berlin immer wieder Bücher und Schriften zukommen ließ, die in Berlin schon vorhanden waren. Ein anderes Problem stellten die umfangreichen Dokumente aus dem Familienarchiv dar. Mit zahlreichen Fotoalben, Stammbäumen, Briefen und verschiedenen Schriften. Sowohl die Familien von Meinhard Schuster als auch dies von seiner Frau hatten ein ausgesprochenes Bewusstsein von dem Wert solcher Dokumentationen. Zum Beispiel bewahrte man in Büchern immer wieder entsprechende Zeitungsausschnitte auf oder Briefe wurden in Konvoluten gebündelt aufbewahrt. Da von Seiten der Familiennachfahren kein Interesse an einer Abnahme bestand, versuchte ich das Stadtarchiv in Offenbach davon zu überzeugen, welchen Wert diese Schriften und Fotos haben vor dem Hintergrund ihres Offenbacher Forschers, war er doch in der Offenbacher Presse so oft hervorgehoben worden. Meine eingereichte Liste der Dokumente wurde jedoch abgelehnt mit der Begründung, in der Sammlung befänden sich zu viele Familienmitglieder früherer Generationen, die nicht aus Offenbach stammten. Mehr Glück hatte ich dann mit dem Hessischen Landesarchiv in Darmstadt, das an bestimmte Bestände von Personen anknüpfen konnte und das 2019 bereit war, die Materialien zu übernehmen, wie hier zu sehen ist. Ich überzeugte mich dann persönlich davon, wie professionell die Dinge dort entgegengenommen, bearbeitet und auch aufbewahrt werden. Schon während der Durchsicht der Fotos hatte ich immer wieder Meinhard Schuster selbst zur Identifizierung der Bilder gefragt, aber auch zur Erklärung und Deutung von Personennamen und einheimischen Worten in den Notizbüchern oder Briefen, die ich begonnen hatte zu transkribieren. Gleichzeitig sichtete Schuster Bündel von Korrespondenzen und Schriftstücken und sortierte aus. Wenn es auch nahe lag, so war es vermutlich doch ein Fehler, da auf diese Weise manches Dokument in den Reißwolf ging. Andererseits nahm mit der Zeit diese nur sporadisch ausgeführte Arbeit immer mehr ab, sodass ein anderer Weg für die Sortierung gesucht werden musste. Anfang 2019 konnten dann die Verhandlungen mit der Universitätsbibliothek Basel für eine Übernahme des Vor- und Nachlasses aufgenommen werden. Obgleich zuerst die Befürchtung bestand, dass die Menge an Material Schwierigkeiten bereiten würde, war das Gegenteil der Fall. Weil gerade die eine hohe Vollständigkeit auszeichnende wissenschaftliche Dokumentation eines Universitätsangehörigen ein Desideratum war. Ganz anders, als ich es in Berlin erfahren hatte. Bei einer Sitzung mit Vertretern des Zentralarchivs der Staatlichen Museen zum Beispiel, hatte ich mich einmal erkundigt, wie sie denn mit dem Briefbestand der Wissenschaftler umgehen würden. Wozu man antwortete, sie würden dasselbe dann sichten und aussortieren. Einige Jahre später lehnte man in dem gleichen Archiv die Übernahme eines wissenschaftlichen Vorlasses einer Ethnologin und Nicht-Museumsangehörigen ab, der zwar in den fotografischen Beständen schon in eines der staatlichen Museen gelangt war. Ich schildere dies, um deutlich zu machen, wie schwierig es sein kann, ethnologische Dokumentationen in ein Museumsarchiv zu bringen. Aus dem Bereich der Südsee möchte ich hier noch auf die ursprünglichen Pläne des amerikanischen Ethnologen Donald Thewson hinweisen, in San Diego in Kalifornien ein Melanesien-Archiv aufzubauen. Ein zentrales Problem erkannte Donald Thewson gleich zu Beginn. Obgleich viele Ozeanisten sein Melanesien-Archiv begrüßt hätten, hätten sie aber dennoch ihre unpublizierten Schriften dem Archiv nicht übergeben, wegen zum Beispiel ungeklärter Nutzungs- und Rechtsbedingungen. Eigene Nachfragen meinerseits bei einem Besuch des Archives vor wenigen Jahren ergaben, dass man heute diese Ziele eines großen Archives, das die Schriften von Ethnologinnen, die in Melanesien geforscht hatten, aufgegeben habe und keine ethnologischen Dokumente mehr aufnehme. Die verschiedenen Schriften aus dem Vor- bzw. Nachlass von Schuster wurden 2019 nach unterschiedlichen Kategorien für die Universitätsbibliothek in Basel geordnet. Dies ist teilweise aus dem Bestand selbst ergaben. Hier ganz kurz. Zuerst natürlich die Felddaten, dann die Auswertung der Felddaten, die ausführlichen Korrespondenzen,
Projekte außerhalb der Feldforschung, Vorlesungen, dann die allgemeine Lehre, Tätigkeiten außerhalb der Lehre und der Feldforschung, Gutachten, dann die ganzen persönlichen Lebenslagen von Taufzeugnis bis Geburtszeugnis und so weiter. Dann die separata Dritter, besonders interessant oft, weil sie Widmung enthalten. Dann Materialien allgemeiner Art wie Fotos, Tondokumente. Dann die eigenen Publikationen, die Werke und schließlich noch Verschiedenes. Für meinen Beitrag heute habe ich die zwei Forschungsschwerpunkte von Meinhard Schuster ausgewählt. Einmal seine Reise nach Südamerika zusammen mit Otto Zeres und dann seine mehrfachen Reisen an den Seebigen Neuguinea ab 1961. Otto Zeres hatte in Frankfurt studiert, nahm kurz vor dem Zweiten Weltkrieg an einer Nordafrika-Expedition von Frobenius teil, beschäftigte sich noch als Student mit Museumsbeständen, wie es damals häufig der Fall war, und wurde bei Jensen 1939 promoviert. Zurück aus der Kriegsgefangenschaft unterrichtete er in Frankfurt am Institut seit 1947. Schon früh galt sein Hauptinteresse Amerika, insbesondere den sogenannten Jägerkulturen Südamerikas. In seiner Schrift Weika erwähnt er, dass er Anfang der 50er Jahre häufig mit Hermann Baumann, der nach seinem Weggang von Wien nach dem Zweiten Weltkrieg am Frobenius-Institut einen Lehrauftrag erhalten hatte, in Gesprächen die Anregung aufnahm, sich mit den als Wildbeutern bezeichneten wenig bekannten Weika und Chiriana im südöstlichen Venezuela zu beschäftigen. Wozu wohl auch die Gespräche mit dem in Mainz lehrenden Adolf Friedrich gehörten. Zu letzterem hatte auch Meinhard Schuster eine enge Verbindung in seinem Studium aufgebaut, wie besonders der von ihm verfasste Nachruf auf Friedrich bezeugt, nach dessen zu frühen Tod während einer Feldforschung in Rawalpindi 1956. So kam es zu der Expedition von 1954-55, an der Meinhard Schuster als Doktorand teilnahm. Meinhard Schuster hatte sich schon vor seinem Studium für Südamerika interessiert und Portugiesisch- und Spanischkurse belegt. Die Reise nach Südamerika wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft mit dem Schwerpunktprogramm zur Förderung wichtiger völkerkundlicher Feldarbeit finanziert und war das sogenannte 26. Forschungsunternehmen des Frobenius-Institutes. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es die vierte Expedition des Institutes. Vorangegangen waren Expeditionen nach Äthiopien, hier zu sehen beim Beladen eines Lastwagens, dann nach Bolivien und Nordwestaustralien. Ziel war nach Zeres die völkerkundliche Erfassung der im südlichen Venezuela, Zitat, noch lebenden ethnologisch wenig bekannten Primitivstämme mit vorwiegend aneignender Wirtschaftsform, insbesondere der Weika Chiriana im Gebiet des oberen Orinoco. Im Handbook of South American Indians von 1948 erwähnt Alfred Metreau die Weika, sie würden im gleichen Gebiet wie die Chiriana umherziehen und würden als fearsome savages angesehen. Die Chiriana seien very warlike people. Über die Ergebnisse dieser Expedition hat Zeres zahlreiche Aufsätze, aber vor allem eine umfangreiche Monographie. Weika, die kulturgeschichtliche Stellung der Weika-Indianer des oberen Orinoco im Rahmen der Völkerkunde Südamerikas, 1964 publiziert. Es ist seine 1961 eingereichte Habilitationsschrift in München, wo er seit 1956 als Kurator der Abteilung Amerika tätig war und später an der Universität auch unterrichtete. Die Monographie wurde also erst 10 Jahre nach der Expedition veröffentlicht. Über einen Teil der Reise hat auch Meinhard Schuster 1968 seine Habilitationsschrift verfasst und an der Universität Basel eingereicht, die unter dem Titel Decoana, Beiträge zur Ethnologie der Marquiritare 1976 veröffentlicht wurde. Ich möchte nun hier nicht näher auf die Umstände dieser zeitlich sehr verzögerten Publikationen eingehen, die vor allem aus den beruflichen Lebensumständen der beiden Forscher zu verstehen sind. Vielmehr möchte ich mich den unveröffentlichten Schriften von Meinhard Schuster zuwenden, die ich im Zusammenhang mit der Südamerika-Reise vorgefunden habe. Da ist einmal das von ihm verfasste Tagebuch, Expeditionstagebuch, Frobex, Venezuela 54-55. Das am 2. Februar 1954 beginnt und bis zum 12. August 1955 geführt wurde, also während der ganzen Dauer der Expedition. Ferner verschiedene unterschiedlich große Notizbücher, vor allem über die Sprache und über die ethnografische Sammlung, ferner zu Fotos, Filmen und Tonbändern,
und außerdem eine große Anzahl von Briefen. Jensen erwähnt in seinem Vorwort zu einem Ausstellungskatalog von 1957, dass die Industrie mit Sachwerten die Reise unterstützt habe. Dies wurde uns als Studenten viele Jahre später auch öfter von Schuster beschrieben. In dem Vorlass konnte ich nun genaueres dazu finden. Das heißt, eine Auflistung der Firmen, welche Gegenstände sie gegeben haben und Durchschriften der Schreiben, die Schuster an die Firmen verfasst hat, um ihre Tauglichkeit im Feld zu beschreiben. Hier im Rechts sieht man diese Liste. Im Tagebuch wird erwähnt, dass sie Firmenfotos gemacht haben, also zum Beispiel Schuster beim Waschen mit dem Waschmittel Ray. Leider habe ich diese Fotos bisher nicht gefunden. Bisher habe ich mich vor allem mit dem Tagebuch und den Briefen beschäftigt. Der äußere Verlauf der Reise ist von Series in einem Aufsatz im Padoima-Heft vom April 1956 und in dem Buch Maiko Dotedi schon ausführlich wiedergegeben worden. Dennoch möchte ich dabei einiges festhalten, das mir aufgefallen ist. Da ist einmal die nach ihrer Ankunft in Südamerika sehr lange Anlaufzeit, die sie in Caracas verbrachten. Am 6. Februar 1954 hatten sie mit dem Schiff Genua verlassen, am 17. Februar Venezuela erreicht, doch erst am 24. März konnten sie nach langwierigen Verhandlungen Caracas verlassen und an ihrem Ziel El Platanal kamen sie erst am 18. April an. Ein Hintergrundbild bietet der von Series in seinem Bericht 1956 nur kurzer Hinweis. Zitat, das wichtigste Problem war die Aufnahme des Kontaktes mit dem Forschungsobjekt. Ende Zitat. Hierbei waren vor allem die Missionare der nordamerikanischen Mission Nuevas Tribes beteiligt, die von Series in seinem Bericht auch erwähnt werden. Diese enge Zusammenarbeit mit Missionaren mag EthnologInnen fragwürdig erscheinen. Dennoch ist sie hier ausschlaggebend gewesen. Und auch bei den späteren Reisen in Neuguinea stellte häufig eine Missionsorganisation die nötige Infrastruktur her. In El Platanal bot die Mission nicht nur den lokalen Einstieg, sondern vor allem durch die Sprachkenntnis eines Missionars die Voraussetzung für die Forschungsarbeit. Wenn auch von Series erwähnt, so wurde mir erst durch das Tagebuch deutlich, wie intensiv Schuster fast täglich bei den Missionaren, das heißt bei Jim Barker, Sprachunterricht genommen und Sprachübungen durchgeführt hat. Dies war vor allem nötig, da die bei El Platanal in dem Ort Maiko Dotedi anwesenden Indianer keinerlei Spanischkenntnisse hatten und also auch keine Dolmetscher vorhanden waren. Diese starke Beschäftigung mit der Sprache sollte ein wesentliches Kennzeichen auch der späteren Arbeit von Schuster werden. Wie unterscheidet sich denn die Darstellung von Series in seiner Monographie von der im Schusterschen Tagebuch? Dazu ein kurzer Vergleich von der ersten Begegnung bzw. Ankunft in El Platanal. Series schreibt, Zitat, schon am Vormittag waren bereits kleine Gruppen von Indianern am Nord- und Südufer nackt und rot bemalt, zwischen den Zweigen der Uferbäume erschienen und hatten uns durch Zurufe begrüßt. Durch das Motorengeräusch alarmiert fanden sich die Maiko Dotedi nunmehr zahlreich an der Anlegestelle ein, kletterten ins Boot und prüften alle erreichbaren Dinge auf ihre Verwendbarkeit für eigene Zwecke. Bald darauf kam auch Barker zur Begrüßung. Er leitete das Ausladen und den Transport unserer Kisten und Säcke mittels schnell angefertigter Traggurte aus 10 Rindenstreifen zu etwa 600 Meter entfernt gelegenen Missionsstationen durch die Indianer in die Wege. Sie wurden hierfür mit Angelhaken entlohnt. Während Schuster den Transport überwachte, wurde ich mit sanftem Nachdruck von einem offenbar prominenten Mann mittleren Alters, dem, wie sich später herausstellte, Kriegshäuptling der Maiko Dotedi, sofort in das Indianerdorf geführt, dessen damals noch weitergehende Unberührtheit bei diesem einstündigen Besuch einen nachhaltigen Eindruck hinterließ. Ende Zitat. Schuster hingegen schreibt in seinem Tagebuch, Zitat, Sonntag, 18.04. Abmarsch nach im Boot verbrachter Nacht, wie üblich um 6. Gegen 7 tauchen rechts am Waldrand die ersten Indianer in freier Wildbahn auf, mehrere Gruppen hintereinander. Während wir bei den ersten, die uns längere Zeit flussparallel begleiteten, in stummer Ergriffenheit verharrten und nur ihr Zuwinken erwiderten, war bei der zweiten Gruppe die Leica mit Kodachrom bereit. Dann noch geschrieben, aber schon um die Mittagszeit in El Platanal eingetroffen. Sofort herrlicher Empfang von Missionaren und Indianern. Ersterer unseretwegen, letztere, wenn auch erfolglos, unserer Macheten wegen.
Das Boot war im Nu von hellbraunen Indianern gefüllt, die alles ansehen und betasten und wenn möglich mitnehmen wollten. Nach kurzer Verhandlung erschien das ganze Dorf, um unser Gepäck zum Missionshaus hoch zu transportieren. Sie fertigten blitzschnell Traggurte an und schleppten es am Kopfe tragend hoch. Anschließend Bezahlung in Angelhaken. Wir deckten eine Mählerplane über unser Gepäck, aßen bei den Missionaren Jim Barker und Dave Landon zu Abend und schliefen in unseren Hängematten in der Vorhalle ihres Missionshauses. Ende Zitat. Schuster erwähnt nicht den Besuch von Sarius in dem Dorf, obgleich dies doch eigentlich von Bedeutung war. Auch aus anderen Teilen des Tagebuches gewinnt man den Eindruck, dass er als Student und jüngerer Expeditionsteilnehmer oft mit organisatorischen Aufgaben beschäftigt war, wie dem Säubern der Sammlungsobjekte, der Nahrungszubereitung oder dem Anfachen des Feuers. Eine andere Quelle sind die zahlreichen Briefe, die aus dem Feld geschrieben wurden. Schuster hat genau aufgelistet, an wen er Briefe gesandt hat. Das ist aufschlussreich, weil diese Briefe nur teilweise erhalten sind. Dazu zählen die Briefe an die Eltern und Briefe an einen Studienfreund, Skinner Fahle, mit dem ihn eine lebenslange Korrespondenz begleitet hat. In den Briefen erhalten wir Schilderungen, die teilweise auch im Tagebuch enthalten sind, aber häufig darüber hinausgehen. Ich möchte im Folgenden zum Vergleich nochmals eine Stelle aus der Anfangszeit des Aufenthaltes hier zitieren. Zitat: Bei den allermeisten, wenn nicht überhaupt bei allen Frobenius-Expeditionen der Vergangenheit, und das waren bekanntlich eine Menge, standen eingeborene Dolmetscher zur Verfügung. Leute also, die sich sowohl in der Welt der Weißen als auch in ihrer eigenen auskannten. In der ersten noch nicht ganz, um hinzugezählt zu werden, in der letzten nicht mehr genug, um noch als Informanten erster Güte zu gelten. Diese Zwischenfiguren sind per Definition bilinguisch. Sie werden noch dazu als Boys verwandt, die Feuer anmachen und das Zelt aufbauen. Sie kennen die Wege des Landes und wissen, welche Maultiere gut und welche krank sind. Aber hier gibt es sie leider nicht. In der ganzen Sprachgruppe der Waikaschilichana existiert kein einziger Eingeborener, der auch nur die leiseste Vorstellung vom Spanischen hätte. Was natürlich ein Zeichen für ihren minimalen Kontakt mit der Kultur der Landesherren, der theoretischen Landesherren ist und uns deshalb auch wieder freut. Zunächst aber bedeutet es, dass wir hier unsere Tage mit dem Erlernen der Sprache verbringen. Zum Glück bei einem vorzüglichen Lehrer, einem seit 1950 im Lande ansässigen Missionar, der sich Worte und Grammatik selbst erpuzzelt hat. Ende Zitat. Die Hauptschwierigkeit beim Lesen und Transkribieren des Tagebuches oder auch der Briefe bilden die Namen von Orten, Flüssen, aber auch Personen. Teilweise konnte ich das bisher klären, indem ich meiner Schuster selbst nach ihnen gefragt habe oder auch aus den späteren Publikationen versuchte, diese zu identifizieren. Da anfangs in den Notizen und dem Tagebuch, wie bei anderen Ethnologinnen ja auch, die Schreibweise der Namen schwankt, gibt es hier häufiger auch Unklarheiten. Ein auffallendes Element der in dem Vorlass im Zusammenhang mit der Reise aufbewahrten Dokumente sind die zahlreichen Zeitungsausschnitte, aus denen man ersehen kann, wie unterschiedlich ethnologische Expeditionen in den Medien in den 50er Jahren im Vergleich zum Beispiel zu den 70er Jahren wahrgenommen wurden. Sie wurden von Schuster vermutlich auch von seinen Eltern akribisch aufbewahrt. Die Expedition war noch nicht unterwegs, da schrieb schon die Frankfurter Neue Presse über die Frankfurter Forscher im Urwald. Besonders die Offenbacher Post verfolgte die Reise mit mehreren Artikeln, was auch darauf zurückzuführen ist, dass Schuster selber Briefe an die Zeitung sandte, ja auch die Eltern an Informationen zu den Zeitungsartikeln teilnahmen, wie hier rechts im Bild. Am 29.01.1954 kam der erste Hinweis mit dem Titel »Offenbacher Student forscht in Venezuela«. Am 2.02.1954 wurde berichtet, dass die Koffer gepackt seien, wobei interessant ist, dass Schuster damals schon das Thema seiner Dissertation angeben konnte, Kopfjagd in Indonesien, und nicht etwa ein Thema seiner Südamerika-Reise. Aber auch der in der Zeitung abgedruckte Brief eines Lesers der Offenbacher Post, der aus einem Zeitungsexemplar in Caracas von der Expedition erfahren hatte, wurde gesammelt. Es folgten weitere Artikel mit den Überschriften »Weihnachten im Urwald«, »Dem Urwald entronnen« oder »Der Urwald hat ihn wieder«. Aber auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtete in mehreren Artikeln über die Reise. Hinzu kamen größere Bildberichte nach der Rückkehr von Venezuela, so in Funk und Familie, in Lies mit
oder in Roman Illustrierte für Heim und Familie. Zusätzlich schrieben Zerriess und Schuster selber nach ihrer Rückkehr in verschiedenen Blättern, zum Beispiel Zerriess in der Frankfurter Rundschau oder in den Blättchen der Barmer Ersatzkasse. Diesen Artikeln schlossen sich zahlreiche Vorträge an, in denen über die Reise berichtet wurde. So von Schuster auf Einladung der Offenbacher Volkshochschule im Ledermuseum oder bei einer Werksveranstaltung der Firma Casella, beim Deutschen Hochseesportverband in Frankfurt, an der Volkshochschule Marburg, im Gemeindehaus von Fechenheim, hier links das Fechenheimer Blättchen. Und Zerriess hatte schon in Venezuela, in Caracas, im Deutschen Club und vor der Humboldt-Gesellschaft Vorträge gehalten. Und Schuster später im Kollegium des Studentischen Club in Frankfurt, im Volksbildungswerk in Homberg und so weiter oder auch beim Bund für Volksbildung in Neu-Isenburg, im Verband der Volkshochschulen Südtirols. Es ist auffallend, wie weit die Streuung einmal mit Zeitungsberichten, dann aber auch mit Vorträgen viele Jahre nach der Reise die Inhalte der Reise vermittelten. Von diesen Vorträgen, vor allem vor einem allgemeinen Publikum, hat Schuster Jahre später uns Studierenden noch häufig berichtet. So war Öffentlichkeitsarbeit ein Teil seines Arbeitsfeldes zu einer bestimmten Zeit in Frankfurt. Hinzu kam die Präsentation der Forschungsergebnisse in Ausstellungen. Auf dem Messegelände in Frankfurt am Main wurde vom 5. Mai bis 30. Juni 1957 die Ausstellung Ferne Völker, frühe Zeiten gezeigt. Übrigens ein Ausstellungstitel, der später vom Lindenmuseum 1982 aufgegriffen wurde, wie Meinhard Schuster mir gegenüber einmal lächelnd bemerkte. Wie Jensen in seiner Einleitung zum Katalog feststellt, habe das Museum immer noch kein Gebäude. Die Sammlungen seien in einem Luftschutzbunker untergebracht. Damit das Museum für die Frankfurter Bürgerschaft nicht in Vergessenheit gerate, habe man die Ausstellung vorbereitet, die die Tätigkeiten des Museums und des Institutes nach dem Zweiten Weltkrieg neben den vorgeschichtlichen Felsbildern zeigen sollte. Und diese Tätigkeit sei im Zeichen der Feldforschung gestanden. Jensen zählt 6 Expeditionen auf, an denen 18 Mitarbeiter teilgenommen hätten. Neben den Felsbildern und Objekten aus Indien und Afrika war auch Südamerika vertreten, unter anderem mit den Forschungen bei den Waika. In der Aufzählung von Jensen wird deutlich, welchen Stellenwert Feldforschung zu diesem Zeitpunkt hatten, aber auch der Hinweis auf das mangelnde Museumsgebäude sei hervorgehoben, auf den ich später zurückkommen werde. Dass diese Tradition der Feldforschung auch später für das Institut eine besondere Bedeutung hatte, entnehme ich einer Sammlung von 8 Postkarten mit dem Titel Wilde Forscher. Aus den Expeditionen des Frobenius-Instituts von 1998, unter denen sich auch das Bild Meinhard Schuster mit einem Dorfbewohner aus Lahalawa Tedi befindet. Eine Fotografie, die häufig abgebildet wurde. Ein Ausschnitt daraus ist auf dem Buchtitel der Monographie Maiko Dotedi wiedergegeben. Dort wird das Bild so erklärt, dass der Mann ein Beil aus einem Machetenbruchstück hatte, für dessen Erwerb sich Schuster interessierte. Obgleich in dieser Monographie zahlreiche Schwarz-Weiß-Fotos reproduziert wurden, finden wir kaum Bilder von den Expeditionsteilnehmern oder deren Interaktion mit den Indigenen. Ganz anders in den Veröffentlichungen der Presse, vor allem der Offenbacher Post. Diese Zurückhaltung der subjektiven Aspekte der eigenen Person, die Jahre später in ethnologischen Schriften der Postmoderne oft ins Gegenteil umschlug, ist auffallend und kennzeichnend für den Forschungsansatz in dieser Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, das heißt bis in die 80er Jahre hinein. Schließlich sei noch auf den Aspekt der Sammeltätigkeit eingegangen, die ja auch von Jensen im Zusammenhang mit der Ausstellung betont wurde. Laut Zerriess wurden 820 Ethnographiker gesammelt, dazu 100 Pflanzen für eine botanische Sammlung. Bei der Abschrift des Tagebuchs fiel mir auf, wie schon zu Beginn des Aufenthaltes Gegenstände gesammelt wurden. Zerriess erklärt es damit, dass sie wegen der Verständigungsschwierigkeiten sich gleich zu Beginn der materiellen Kultur zuwandten bzw. den Grundstock der Sammlung anlegten. Diese musste alle 8 bis 14 Tage von einem Schimmelansatz befreit werden, eine Tätigkeit, die Schuster immer wieder erwähnt. Die ersten Gegenstände erwarben sie am 5. Mai 1954, also circa 2 Wochen nach ihrer Ankunft. Aus dem Tagebuch schreibt Schuster: Am Morgen ist er in einer Pflanzung mit Bananenbäumen und sammelt Pflanzenproben. Nach der Rückkehr heißt es, Zitat, Beginn der ethnografischen Sammeltätigkeit mit Bogen und Pfeil und Köcher. Ankauf von Iwawa gegen Messer.
Iwawa ist ein besonders ehrgeiziger und lernbegieriger, etwa 17-jähriger Biker, der am liebsten selbst ein Weißer wäre. Mit Neuerungen, zum Beispiel Hemd, Erlernung des Spanischen, ist er vorne dran. Ende Zitat. Von Iwawa erfahren wir auch, dass er unter der Anleitung der Missionare einen Einbaum schnitzte, den Waika bisher unbekannt. In den folgenden Tagen werden weitere Ethnografik erworben, ohne nähere Angaben. Am 8. Mai zum Beispiel, morgens und mittags Ankauf von Ethnografiker. Unsere Messer, Macheten und Äxte erfreuen sich steigender Beliebtheit. Ethnografiker, die in reicher Anzahl anfallen. Am 9., also einen Tag später, schon früh Ankauf von Material, darunter Curare-Gift. Dann ins Dorf zu weiteren Käufen. In den Häusern der Eingeborenen können wir besser aussuchen. Und zu Fotos, Hängemattenbau und Fabrikreklame. Ende Zitat. Also hier wieder der Hinweis auf die Industriefotos. Am 15. Mai haben sie die Nummer 200 erreicht. Darunter befinden sich auch schon Zaubermittel. Am 17. Mai hält Schuster fest, Zitat, die hier eingehandelten Ethnografiker sind nach unserer Meinung gute Stücke, aus dem Gebrauch gekauft, aber in guter Verfassung und nur im Bindematerial bisweilen Missionsgarn. Schuster legt eine Liste der bisher erworbenen Ethnografiker an, wobei herauskam, dass auf kleinere spezielle Objekte noch stärkerer Wert zu legen sei. Bogen, Pfeile und Baumwollhängematten seien hinreichend vorhanden. Ende Mai schließlich geht Schuster mit einem Weikert seine Sammlung durch, um Informationen zur einheimischen Bezeichnung zu erhalten. Sie haben nun fast 300. Auffallend ist das Zählen der Menge an Ethnografikern. Offensichtlich hat es eine Bedeutung für das Messen des Erfolges, ein Phänomen, das ich auch bei anderen Sammlern festgestellt habe. Dahinter steht die frühere Vorstellung von Museumsmitarbeitern bzw. Direktoren, dass sie durch eine große Anzahl von Objekten von der Verwaltung bei Unterstützung erhalten würden. In der heutigen Zeit, hier im Falle des Museums der Kulturen in Basel, trifft diese Sammeltätigkeit immer mehr auf Unverständnis. Die ursprünglich gedachte Detailuntersuchung zu Objektvielfalt, Objektreihung, Objektdifferenzierung wird zu einem Sammelsurium von Sammelwut deklariert. Auf die Forschung von Serius und Schuster folgten zahlreiche andere, bei denen dann meistens als Yanomami bezeichneten Indianer Südvenezuelas. Die bekanntesten unter ihnen sind sicher Napoleon Chenyan und Irenaeus Eibel-Eibesfeld. In einer rezenten Publikation, die auf die 80er-90er Jahre des vorigen Jahrhunderts zurückgeht, von Gabriele Herzog-Schröder, wird die Arbeit von Serius und Schuster als, Zitat, umfangreiche, sehr gewissenhafte Dokumentation als erste umfassende ethnologische Forschung charakterisiert, die sei trotz des überholten theoretischen Ansatzes nach wie vor höchst informativ. Ende Zitat. Ja, auch bei Fragen zu Geschlechterrollen und Status der Frau zeugten ihre Feststellungen von einem, Zitat, unvoreingenommenen und klaren Blick. Ende Zitat. Bei einem Besuch des Münchner Museums für Völkerkunde traf ich letzten September auf eine Fotoausstellung mit dem Titel Fragende Blicke, 9 Zugänge zu ethnografischen Fotografien, bei der auch Fotografien von Serius Schuster gezeigt wurden, unter dem Titel Porträtierte Identitäten im Wandel, Yanomami aus Maikodotedi. Im Münchner Museum, in dem Serius tätig war, werden Fotografien und auch anderes aus dem Nachlass Serius aufbewahrt. Nun komme ich zu dem Teil von Neuguinea. In dem Meinhard Schuster ab 1961 und bis Ende der 80er Jahre Forschung betrieben hat. Obgleich er sich lange als Amerikanist verstand und auch immer wieder auf Beispiele aus Amerika, vor allem aus Nordamerika, zurückgegriffen hat. So galten seine ersten Vorlesungen als ordentlicher Professor in Basel, die ich bei ihm im Wintersemester hörte, den Kulturen Nordamerikas. Von Bedeutung für diesen Wechsel zur Ozeanistik war die Persönlichkeit von Alfred Bühler. Seit 1950 Direktor des Basler Museums für Völkerkunde und seit 1959 bzw. 1963 Ordinarius für Ethnologie an der Basler Universität. Er hatte 1955 und 56 und 59 ausgedehnte Sammlungsreisen in das Seebiggebiet unternommen, die auf frühere Basler Forschungsreisen von Felix Speise zurückgriffen, und hatte auch in Frankfurt darüber berichtet.
Das führte dazu, dass für das Frankfurter Museum ebenfalls eine Sammlungsreise geplant wurde, die Eike Habeland und Meinert Schuster unternahmen. Es war eine Reise, die in sehr kurzer Zeit stattfand und vor allem von den vorangegangenen Kontakten von Alfred Bühler und seinen Informationen Nutzen ziehen konnte. Über diese Reise ist in einer Ausstellung des Frankfurter Museums 2007-2008 Reisen und Entdecken vom Sebig an den Main berichtet worden. Dennoch möchte ich hier auf Sie eingehen, weil Sie für die folgenden Sebig-Forschung von Schuster entscheidend war. Während dieser Reise besuchte Schuster auch nur kurz das Töpferdorf Eibom, ein Nachbarort des Dorfes Chambry, in dem Margit Mead erstmals in den 30er Jahren gearbeitet hatte. Die Sammlung von Schuster und Habeland sollte unter anderem dazu dienen, die bisher nur zögerlichen Planungen für ein neues Museumsgebäude in Frankfurt zu fördern. Die große Fülle an zusammengetragenen Gegenständen, die heute als Problem gesehen wird, war damals ein Grund für eine hohe Wertschätzung der Reise, wie sie sich in den zahlreichen Presseberichten niederschlägt. So schreibt zum Beispiel die Frankfurter Allgemeine Zeitung am 21. Oktober 1961, Zitat, der Kulturdezernent der Stadt Frankfurt, Stadtrat Dr. von Rath, und der Personaldezernent Stadtrat Blum waren Ehrengäste bei einer Feier, zu der Professor Jensen, der Direktor des Frobenius-Instituts, am Freitag in die früheren Lagerräume eines Versandhauses eingeladen hatte. Die beiden wissenschaftlichen Assistenten des Instituts, Dr. Habeland und Dr. Schuster, zeigten Kult- und Gebrauchsgegenstände, die sie in Neuguinea von den Eingeborenen gekauft hatten, nun zum ersten Male der Fachwelt und Vertretern der Stadtverwaltung. Ende Zitat. Auch hier wird der Hinweis gegeben, dass bis genügend Ausstellungsraum zur Verfügung stehe, die größeren Stücke, die ja gerade auf dieser Reise gesammelt worden waren, wie Kanus, Giebel eines Kulthauses, Hauspfähle und lange Schlitztrommeln, nicht gezeigt werden könnten. Auf den bisherigen Expeditionen waren gerade diese großen Gegenstände, die inzwischen am Sebig im Verfall preisgegeben waren, nicht gesammelt worden. Deutlicher wurde die Frankfurter Rundschau am gleichen Tag mit dem Titel Reiche Beute vom Sebigfluss. Wissenschaftler benötigen mehr Raum für das Völkerkundemuseum. Ende Zitat. Über 4000 Gegenstände seien gesammelt worden. Zitat. Gebt uns Raum für ein Museum. Wenn schon die Ausbeute einer einzigen Expedition so immense Schätze mit sich bringt, so mag man eine Vorstellung davon erhalten, was letztlich in den Magazinen des Museums schlummert. Ende Zitat. Auffallend ist in dem Artikel eine Bemerkung zu den Kosten. Für einen Hausposten habe man nur 1000 Mark bezahlt. Das Lindenmuseum habe aber für einen Pfosten aus dem gleichen Männerhaus in Europa 32.000 Mark zahlen müssen. Und es wird ein Hinweis darauf gegeben, dass die Museumsschätze jetzt nicht mehr in einem Bunker, sondern im alten Neckermannhaus am Ostbahnhof untergebracht würden. Schließlich möchte ich noch auf einen Kommentar von Jensen eingehen, den ich in einem Brief an Schuster gefunden habe und der das Außergewöhnliche der Sammlungsreise betont. Jensen schreibt am 27. September 1961 an Schuster, Zitat, ich habe Ihrer Energie und Ihrer Begeisterung für eine Sache, die Sie einmal als die Ihre erwählt haben, bisher schon Gewaltiges zugetraut. Aber ich sehe, dass ich Sie in dieser Hinsicht noch immer unterschätzt habe. Denn was jetzt eigentlich erst so richtig herauskommt bei der Ankunft Ihrer Kisten, das haben wir trotz Ihrer Briefe und trotz Ihrer Berichte nach Rückkehr uns wahrscheinlich alle nicht träumen lassen. Dabei konzerniert mich beispielsweise eine Mitteilung von Nickemeyer ganz besonders, dass einer der Kulturhausfehler allein 2,5 Tonnen wiegt. Nein, ich muss schon sagen, ich kann Ihnen und unserem Museum wirklich nur gratulieren und bitte Sie auch Herrn Habeland diesen Glückwunsch zu seinen Anteil an diesem gewaltigen Fischzug zu übermitteln. Ende Zitat. Bei der Vorstellung der Sammlung sollte ein Fest gemacht werden. Zudem neben den schon erwähnten Magistratsleuten auch Bühler, Trimborn, Jettmar, Schmitz, Tischner, Kirchhoff, Kussmaul und Gallen vom IWF eingeladen werden sollten. Hermann Nickemeyer arbeitete seit dem Zweiten Weltkrieg in Frankfurt am Museum bis 1972. Während der Reise von 1961 hatte er mit Schuster korrespondiert und ihm über die Qualität der eingesandten Fotografien und Filme berichtet. Insgesamt gab es in den wenigen Monaten der Reise einen sehr intensiven Briefkontakt mit Mitarbeiterinnen des Institutes, sodass Schuster im Detail informiert war. Die während der Reise gemachten Notizen, die von Habeland gemacht wurden und die ich im Museum in Frankfurt im Institut einsehen konnte, als auch die Notizen von Schuster, sind im Allgemeinen sehr knapp gehalten. Dennoch sind sie von hoher Bedeutung, weil sie einen bestimmten Zeitpunkt festhalten und so das Material für eine diachronische Sichtweise bieten, die für zukünftige Forschung über die Veränderungen materieller Kultur in diesem Gebiet von hohem Wert sein werden. Die sehr kurzen Aufenthalte in den einzelnen Dörfern haben kaum zu einer Vertiefung der Informationen führen können, wie ich auch schon die vorangegangenen Reisen von Alfred Bühler und anderen in der Region.
Dies wurde sehr bald erkannt und seitens Basel nach einem erweiterten Forschungsziel gesucht. Noch während des kurzen Aufenthaltes von C.A. Schmitz in Basel wurden die Pläne formuliert, um die Bedeutung der Kunstform und den funktionalen Sinn der vielen Ritualobjekte in den Museumssammlungen zu erkennen, wurde der Plan für ein Mythenarchiv entwickelt, vor allem unter Schmitz. In diesem Archiv sollten die mythischen Texte aus dem gesamten Gebiet von Ostindonesien bis nach Südostmelanesien gesammelt werden. Anders war die Meinung von Bühler, denn sagt ihm, sei die Situation am Seebeek anders. Zitat: Etwas anders und günstiger verhält es sich zurzeit noch im Seebeek-Gebiet von Neuguinea. Hier findet zwar auch ein außerordentlich schneller und intensiver Kulturwandel statt, aber er erreicht seinen Höhepunkt gerade jetzt und die Akkulturationsschwelle kann noch an vielen Stellen überwunden werden. Das Museum plant deshalb in Ergänzung zu den bisherigen Sammelreisen und Ankäufen eine reine Forschungsexpedition. Nach dem Weggang von Schmitz von Basel nach Frankfurt sollte Schuster dann diese Aufgabe übernehmen. Anders als bei der ersten kurzen Reise von 1961 ist die Situation der schriftlichen und audiovisuellen Dokumentationen zur Reise von 1965-67 viel komplexer und unübersichtlicher, vor allem war sie es zu Beginn unserer Durchsicht. Hier auf dem Bild links das Hausboot, das für die Expedition diente, ein Haus auf zwei Einbäumen, rechts der begleitende Student Christian Kaufmann, der spätere Kurator in Basel. Ganz anders als bei den Publikationen zu den Weika bzw. Magiritare, bei denen ich den Eindruck habe, dass ein großer Teil der Forschungsergebnisse veröffentlicht wurde, obgleich ich es noch nicht belegen kann, trifft dies bei den nach 1961 folgenden Reisen an den Seebeek nicht zu. Die Gründe liegen einmal sicherlich in der zunehmenden beruflichen Belastung durch das 1970 übernommene Ordinariat der Ethnologie an der Universität Basel, als auch an der Fülle des Materials durch mehrere Reisen und das da sehr ausgedehnte behandelte Gebiet mit sehr unterschiedlichen Gesellschaften bzw. Ethnien, hier das Gebiet der Untersuchung. Die Reise mit Studierenden der Basler Universität 1972-73, an der ich selber teilnahm, wurde in ihren Grundzügen während der Expedition von 65-67 formuliert, wie ich erst jetzt bei der Auswertung der Tagebücher und Briefe ersehen konnte. Dieses Unternehmen, auf das ich hier anhand des mit Außenbordmotoren ausgestatteten, extra hergestellten Einbäume mit Namen von Basler Museumsmitarbeitern hinweisen möchte, ist durch die daraus erfolgten Dissertationen und anderen Publikationen ausführlich behandelt worden, nicht jedoch von Gisler und Meinhard Schuster selbst. Für die Reisen von 65, 67 und 72, 73 wurden von Schuster teilweise Berichte publiziert, die jedoch nicht immer einen lückenlosen Einblick in den Ablauf ergeben. Ferner wurden mehrere Artikel veröffentlicht und Filme für das Institut für den wissenschaftlichen Film produziert. Hinzu kam die Arbeit mit einem Musikaufnahmen, vor allem mit einem Musikwissenschaftler aus Australien. Ein Resultat war die Veröffentlichung von Schallplatten. Einen gewissen Abschluss der Arbeiten bildete die mit der Werner Grenz Stiftung ausgeführte internationale Tagung 1984. Hier wurde von einer großen Anzahl von Wissenschaftlern das gesamte Seebeek-Gebiet behandelt. Ergebnisse vor allem auch der Reise von 1972-73 fanden dann noch Eingang in eine Ausstellung in Frankfurt am Main 1987. Untersuchungen von 1987-88 sind in keine der Veröffentlichungen aufgenommen worden. Dies ist umso bedauerlicher, als bei diesen späteren Aufnahmen auch die Migration der Seebeek-Bewohner in die Küstenstädte untersucht worden war. Aus Gesprächen, aber auch aus den Tagebuchnotizen heraus, ist vermutlich dieser letzte Aufenthalt mit Schwierigkeiten verbunden gewesen, wegen des stark zugenommenen Alkoholismus der männlichen Dorfbevölkerung. Hinzu kam ein verstärkter Tourismus, der auch in schwer zugängliche Orte wie den Ort von Schusters Feldforschung Eibungen vordringen konnte. Aus den nun vorliegenden Unterlagen geht hervor, dass Schuster und seine Frau versuchten, die Dorfbewohner an diesem Tourismus ökonomisch teilnehmen zu lassen. Aus einer Übersicht der verschiedenen Themen, die von Schuster in Aufsätzen abgehandelt wurden, ergeben sich folgende Schwerpunkte: Siedlungsgeschichte, Ritual, Mythologie, Handwerk bzw. Töpferei, Schnitzwerke, Musik, Raumvorstellungen. Von Gisela Schuster wurden Artikel zu Textilien und zur Musik, aber vor allem Begleithefte für das IWF veröffentlicht. Anders als bei der Reise nach Südamerika liegt also keine Gesamtdarstellung zum Hauptort seiner Untersuchung am Seebeek, dem Töpferdorf Eibum, vor. Insgesamt erinnern die Themen, wie oben aufgeführt, noch sehr an das aus der Tradition von Benius Jensen stammende Blickfeld, mit einer starken Betonung auf Mythologie, Ritual und Religion im weitesten Sinne.
In den vorgefundenen Schriften wurde leider auch kein Manuskript einer Gesamtdarstellung zu den Untersuchungen am Sepik gefunden. Inzwischen haben Kaufmann und anderes unternommen, die bisher publizierten Aufsätze ins Englisch zu übersetzen, zu übertragen, sodass sie einer breiteren internationalen Leserschaft zugänglich sein können, wobei jedoch die Form der Publikation noch offen ist. Ich selbst habe damit begonnen, aus den verschiedenen nicht publizierten Notizen und Darstellungen eine Art Monographie zum Dorfalbum zusammenzustellen, wobei ich die Gliederung mit meiner Schuster abgesprochen habe. Schwierigkeiten bereiten im Augenblick weniger Notizbücher als vielmehr die bisher nicht transkribierten Tonbänder, vor allem aus dem letzten, vom dem letzten Aufenthalt. Ich komme nun zum Schluss. Zu Beginn sagte ich, dass diese Ausführungen Work in Progress seien. So sind auch die folgenden Schlussbemerkungen zu verstehen, die sich aus der Vertiefung in die Notizen ergaben. Anders für meine Untersuchung war die nachträgliche Dokumentation einer großen Fotosammlung. Es zeigte sich aber bald, dass dazu ein weiterer Kontext gesucht werden musste, wie die Tagebücher und Briefe, um den Verlauf zu rekonstruieren. Besonders bei der Lektüre der sehr persönlich gehaltenen Briefe wurde es notwendig, sich mit der Familiengeschichte zu befassen, um die Bezüge besser verstehen zu können. Damit rückten die Biografien der Ethnologin in den Fokus der Betrachtung. Aus den mir vorliegenden Feldnotizen zu den Reisen am Seepik geht hervor, mit welcher Betonung Schuster und seine Frau die sprachlichen Aufnahmen verfolgten, so legte Meinhard Schuster von mehreren der von ihm am Seepik besuchten Ethnien vergleichende Wörterlisten an, auf die auch Linguisten wie Donald Laycock zurückgriffen. Diesen Schwerpunkt der Beschäftigung mit Sprache kann man schon bei der Südamerika-Reise feststellen und er setzte sich auch fort in seiner Lehre an der Universität. Die in den Feldnotizen mit dem Fortschreiten der Forschung immer häufiger verwendeten einheimischen Bezeichnungen und Sprachfetzen verlangen daher von der nachträglichen Bearbeitung eine Einarbeitung in die Sprache, wozu die genannten Sprachlisten und Sprachübungen in den Notizen hilfreich sein können. Die Faszination für Feldbilder spielte neben der Vorliebe für Töpferei bzw. Keramik für Schuster bei der Auswahl des Dorfes Eibung für die eigene Feldforschung eine Rolle. Zudem die Lage des Dorfes am Fuße eines Hügels in einer sonst durch Tiefland geprägten Landschaft, den Vorlieben von Schuster und einem von Kindheit an bevorzugt in der Bergwelt sich bewegenden Menschen entgegenkam. Die von einem Hügel aus erkennbare Raumgliederung der Landschaft, die am Mittelseepik sehr ausgeprägt ist, bildete daher auch das Thema seines Symposiumbeitrages 1984. Diese Beschäftigung mit Raum, die ich erstmals während meines ersten Semesters bei einer Abschiedsrede für eine Sekretärin des ethnologischen Seminars vernahm, würde ich heute mit seinem ursprünglichen Studienwunsch der Architektur in Verbindung setzen. Daraus wird wiederum deutlich, wie wichtig die umfassende Kenntnis der Persönlichkeit des Ethnologen für ein Verständnis der nachgelassenen Schriften sein kann. Die Beschäftigung mit der Kategorie Zeit, die wie jene mit Feldbildern ihre Verbindungen zur Frobenius-Tradition aufweist, war bei den Südamerika-Forschungen der damaligen deutschen Ethnologie entsprechend im Vordergrund und weniger bei denen am Seepik. Aus den Tagebüchern und Notizen geht aber auch hervor, mit welcher Akribie und ausgefeilter Organisation die Details der Forschung ausgeführt wurden, mit genauesten Angaben zum Beispiel zum Benzinverbrauch bei den Flussfahrten, mit genauen Angaben der Zeit bei zurückgelegten Fußmärschen, mit der minutiös geführten Korrespondenz auch in Felde mit dem ethnologischen Seminar in Basel. Besonders 1961 und 1965, 1967 durchgeführten Fußmärsche, bedingt durch das sehr ausgedehnte Untersuchungsgebiet, weit in den Oberlauf und die Seitenflüsse des Seepik führend, die oft in kaum bekannte Orte in tropischem Gelände führten, gingen häufig an die physischen Grenzen, ebenso wie manch riskante Fahrten auf den Flüssen. Dieser totale Einsatz für die Forschung wird erst durch die Lektüre der Tagebücher, Briefe und Notizen erkennbar. Sowohl die Beschäftigung mit Raum als auch die mit der Kategorie Zeit kann anhand der nachgelassenen Schriften zu einer Untersuchung der Wissenschaftsgeschichte des Faches führen. Insgesamt wird anhand der Materialien somit auch eine Geschichte der Frobenius-Forschung und des Institutes in den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts möglich sein, womit der zweite von Silverman genannte Erkenntnisgewinn bei der Untersuchung von nachgelassenen Schriften von Ethnologinnen genannt ist. Wie schon bei der Reise nach Südamerika wird aber auch deutlich die Abhängigkeit von ethnologischer Forschung von dem Land ansässigen Personen und Institutionen, hier vor allem der Missionen, denen gegenüber Schuster immer ein Verständnis entgegenbrachte. Zuletzt sei aber auch auf die Bedeutung der materiellen Kulturerzeugnisse in den Aufzeichnungen hingewiesen, die sich teilweise aus dem Forschungsauftrag ergaben, aber immer wesentlicher Teil der Forschungsarbeit blieb. Wie gezeigt wurde, spielte diese Sammlungsarbeit eine große Rolle in Frankfurt für die Wiedererrichtung des im Zweiten Weltkrieg verloren gegangenen Domizils. Hier die Planung von 1987 auf einem Titelblatt des Infoblattes Stamm,
links des Museums, auch wenn in späteren Jahren voller Unverständnis von Seiten postkolonialer Direktorinnen auf diese Objektvielfalt geblickt wurde, wie ich selbst erfahren konnte. Schließlich sei aber auch nochmals auf die sich für mich neu ergebende Verbindung zur Rubenius-Institution eingegangen. In verschiedenen Aufsätzen ist Schuster auf die Geschichte des Institutes eingegangen, hier rechts zu sehen in dem Heft Kairos, und in besonderem Maße hat auch die erlebte Situation des Institutes mit den Feiern, Kontakten und Anregungen für seine Arbeit später in Basel eine große Rolle gespielt. Fazit: Für eine kontextuelle Bearbeitung von Schriften, die auf Feldforschung zurückgehen, schließlich aus dem hier zusammengetragenen Material, dass nicht nur die Entzifferung der manchmal nur schwer lesbaren Notizen beachtet werden muss, sondern auch das weitere Umfeld, das eine Forschung begleitet hat, wie die Korrespondenz, also die sogenannten Letters from the Field, aber auch die Wiedergabe in den Medien, das heißt andere Materialien von Dritten. Wenn wir auf eine möglichst umfassende Bewahrung des Bestandes von Feldforschungsergebnissen zielen, sollten daher in gleicher Weise aber auch die gesammelten Ethnographiker einbezogen sein, was besonders heute in einer Krisenzeit der ethnologischen Museen erwähnt werden muss. Ich danke Ihnen.